Hallo, ich bin die Rosi aus der Eifel und heute mache ich einen Kirschsandkuchen. Diesen Kuchen habe ich vor 20, 30 Jahren sehr oft gemacht, dann irgendwann vergessen und jetzt kommen die erwachsenen Kinder und fragen auf einmal wieder danach. Und da habe ich gedacht, das passt auch für hier. Dazu nehme ich die Butter. Die sollte möglichst weich sein. Und dann verrühre ich die schon mal. Die ist jetzt schon schön cremig. Dann kann ich Zucker und Vanillezucker dazu tun. Das verrühre ich jetzt so lange, bis dass der Zucker nicht mehr knirscht. So, ich sehe keine Zuckerkristalle mehr. Jetzt gebe ich den Zitronensaft dazu. Man kann auch Zitronenaroma dazu tun, aber uns schmeckt es besser, wenn es mit frischer Zitrone ist. Das ist jetzt verteilt. Jetzt gebe ich die Eier nach und nach bei und rühre dann in einem. Der Teig sollte schön cremig und locker sein, damit die Kirsche nachher auch in den Kuchen einsinken können. Als letztes gebe ich jetzt Mehl und Backpulver dazu. So, der Teig ist jetzt gut vermischt. Jetzt kann ich ihn in die gefettete und gemehlte Springform tun. Der Teig ist richtig schön luftig, dann ist er auch nachher gut locker. Das Ganze streiche ich jetzt schön glatt. Man kann, wenn man möchte, auch einen Teil vom Mehl mit gemahlenen Nüssen vermischen. Das gibt einen ganz besonderen Geschmack. Jetzt gebe ich die Kirschen darauf. Man kann Kirschen aus dem Glas nehmen oder auch frische Kirschen. Die werden einfach auf dem Teig verteilt. Und das Ganze gebe ich jetzt in den kalten Backofen. Dadurch können die Kirschen richtig nach unten ziehen und geben dann auch dem Kuchen insgesamt einen Kirschgeschmack. So, die 50 Minuten sind jetzt vorbei. Der Kuchen war bei 180 Grad im Backofen, ist jetzt fertig und kann so serviert werden. Man kann ihn auch noch mit Puderzucker bestreuen, aber ich finde es immer ganz schön, weil von den Kirschen gibt das Ganze ein schönes Muster obendrauf. Deswegen lasse ich ihn in der Regel lieber so in Natur. Guten Appetit!